Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tilla und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder den Great Vault öffnen. Diesmal mit dem Hexenmeister. Denn, das ist so der nächste Char, wo ich im RBG aktiv bin. Und ich würde sagen, machen wir es kurz und schmerzlos und schauen einmal rein. Denn ich bin schon nebenbei in der Queue und ja, mal gucken, nicht, dass wir jetzt hier nicht die Zeit haben. Okay, wir haben insgesamt 3 Slots letzte Woche von den PvP-Items gespielt, wie ihr seht. Und was das Beste ist, sowohl vom Gieren als auch vom T-Mog, wäre auf jeden Fall die Waffe. Die kostet am meisten. Und hier habe ich sogar Versa Tempo. Ich spiele mit dem Destro-Lock und ich denke mal, der wäre nicht schlecht, denn aktuell habe ich halt noch blaue Sachen an, ne? Ich habe da jetzt ein paar Items mir bis jetzt gekauft, die ich auch geupgradet habe, hauptsächlich noch blaues Gear, aber dass ich zumindest schon mal den 4er Set-Bonus habe. Und jetzt haben wir dann auch noch eine Waffe, was sehr schön ist, also was Besseres hätte eigentlich nicht kommen können, weil Waffen-T-Mox fehlen mir da eh noch alle und ja, ich würde sagen, das nehmen wir mit. Ist jetzt auch noch gear-technisch ein relativ gutes Upgrade-Items. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ist es denn jetzt? Ach, da ist er, ich wollte gerade sagen, er ist dazwischen reingeraten. Okay, wunderbar. Ja, ist doch nicht schlecht. Mit dem Main habe ich jetzt letzte Woche nichts mehr gemacht. Hunter ist ja fertig und Magier ist auch fertig geworden. Und ja, dementsprechend bin ich jetzt aktuell hauptsächlich an dem Hexer dran, was RBG und dementsprechend dann auch den Vault angeht. Heißt, mehr habe ich jetzt gar nicht zum Aufmachen. Diesmal eine relativ kurze Folge. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so rausbekommen habt. Und ja, dann sehen wir uns gerne im nächsten Opening-Video wieder. Alles klar, bis dahin. Ciao.